Morgendliches Aufräumen mit Lafix. Hallo. Und Luhan. Bonjour, Han. Diebo chillt noch in der Sonne und guckt im Internet. Wir befinden uns am Gardasee. Hier haben wir gestern unser Video aufgehört. Wir haben uns mal gedacht, gestern, wir genießen mal ein bisschen den Abend hier, weil, wie ihr natürlich seht, die Kulisse ist ziemlich cool. Ist echt krass, wenn man hier außerhalb der Saison hinkommt, was so ein Airbnb, was man da preislich so machen kann, ist eigentlich echt cool. Weil ich meine, Pool dazu und die Aussicht, glaube ich, kann sich auch sehen lassen. Ansonsten, wir sind jetzt gerade drin noch dabei, das Interview fertig zu schneiden, was wir im BMW-Werk führen durften. Das kommt jetzt auch die Tage. Das muss natürlich noch freigegeben werden, weil da ja interne BMW-Aufnahmen drin sind. Freut euch da aber auf jeden Fall drauf, weil da sind coole Insights zum i4 und auch wie er produziert wird drin. Und wir fahren jetzt dann weiter Richtung Florenz. Wir machen noch einen Zwischenstopp in Maranello. In diesem Sinne, wir packen mal ein und sehen uns später. Lego, Brego. Brego, Lego, Brego. Okay, perfekt. Wir waren jetzt eben noch unseren i4 mal waschen. Haben jetzt keine richtig krasse Waschstraße gefunden, aber ich meine, es müsste reichen, dass wir gerade waschen waren, habt ihr ja gesehen. Jetzt ist der nämlich wieder sauber, weil wir fahren ja jetzt Richtung Toskana und wollen dann natürlich viele Drohnenaufnahmen und Fahraufnahmen machen und alles. Und wenn er da natürlich sehr nach Sahara-Staub aussieht und alle, wäre das natürlich nicht so gut, oder? Was meinst du, Kevin? Ich finde, jetzt kann er sich wieder besser sehen lassen. Ja, also Orange leuchtet wieder wunderschön. Genau. Passt. Die anderen Boys sind gerade drüben beim Eurospar und holen uns noch was zum Frühstück. Und ansonsten machen wir uns jetzt auf, was natürlich als autoverrückte Leute oder als autoverrückte Gruppe Pflicht ist. Wir machen mal einen kurzen Stopp heute Mittag in Maranello. Da sehen wir uns wieder. Willkommen in Italien. Servus. So, wir sind jetzt mittlerweile hier kurz vor Maranello, haben wir noch einen kurzen Zwischenstopp gemacht, weil die Herrschaften was erspäht haben von der Autobahn. Genau, ansonsten unserem i4 geht es auch soweit gut. Autobahnfahrt verbraucht er natürlich immer einen Ticken mehr. Wir sind jetzt so bei 20,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ist okay also, oder immer noch gut. Und haben jetzt aber bewusst das Auto, weil wir ja gestern auch nur abends beim Essen nochmal an der AC-Säule geladen haben und nicht am Schnelllader. Das Auto jetzt bewusst mal ein bisschen leerer gefahren, sind jetzt bei 24% Rest. Ich denke mal, wenn wir in Maranello sind, sind es noch 20, 18 vielleicht oder sowas. Und haben dort schon Schnellladesäulen ausgespäht. Das hatte Diana vorhin gemacht und gucken jetzt mal in der Hoffnung, dass wir dort mehr als 50 kW bekommen. Um dem netten Kollegen gestern, danke nochmal für den coolen Kommentar, in den Kommentaren mal zu zeigen, beziehungsweise im neuen Video dann zu zeigen, wie schnell er denn auflädt, wenn er wirklich so leer ist und wie lange das Ganze dauert. Wie ist es denn hier, Felix? Was ist das überhaupt? Wo sind wir? Achso, das ist das Lieblingsrestaurant von Michael Schumacher. Der ist hier immer, wenn die getestet haben in Fiorano, dann war er hier mal zum Mittagessen, hat er seine Nudeln gegessen am liebsten. Und innen drin hängen auch überall seine Anzüge, Lenkräder und ein Haufen Teile auch von anderen Leuten, wie gesagt, von Casey Stoner, eine Motorverkleidung, alles. Also sehr viele berühmte Leute, auch aus dem Motorsport, sind hierher gekommen, um zu essen. Leider haben wir aber keinen Platz drin bekommen. So, wir sind, wir haben ja gesagt, wir suchen uns jetzt noch den anderen Schnellladecharger. Haben jetzt aber den Vorteil, die Säule ist komplett für uns alleine, dementsprechend sollte es theoretisch sehr schnell gehen. Wir gucken noch mal kurz nach. Wir sind jetzt bei 16% Restakku und 77 Kilometer Restreichweite. Da gehen Grüße raus an den pH-Checker 17, der gestern einen langen Kommentar geschrieben hat, dass er gerne mal sehen will, wie schnell das geht, wenn man so wenig Prozente noch im Akku hat. Haben wir jetzt auf jeden Fall. Wir haben uns gekümmert. Wir stecken jetzt wieder ganz normal an. Eben heute sind die unteren zwei Pole eben auch belegt, weil wir eben einen Schnelllader haben. Ich nehme jetzt hier das Gerät raus. Das sollte auch passen. Einwandfrei, steckt drin. So, ich gehe mal kurz hier ran.
halten unsere Ladekarte dran. Checking AC, DC, CSS, CCS, das ist unser Ladestandard. Wir werden jetzt aber auf jeden Fall mal gucken, was wir jetzt hier reinbekommen. Stehen jetzt eben bei 16%, 20 Sekunden lädt er schon. Und wir laden jetzt, genau hier sieht man jetzt, gehen die Kilowattstunden nach oben. 55, 63, 71, 75. Ansonsten melden wir uns wieder, wenn wir einen neuen Ladestand haben. Wir haben jetzt 40 Minuten hier verbracht. Ich muss mal sagen, natürlich heißt es immer so, längere Ladestopps werden irgendwie nervig, aber wir hatten jetzt hier auch nichts zu essen. Wir hatten ein paar Snacks noch so dabei oder so. Aber ich meine jetzt so als Truppe beim Roadtrip ist doch easy, oder? Die 5 wird es auch nicht langweilig, glaube ich. Chillen wir ein bisschen zusammen, ne? ist halt alles entspannt. Haben schon mal ein bisschen die nächsten Videoideen diskutiert. Dementsprechend eigentlich alles cool, also für uns gar kein Thema. Um das Ganze zu beenden, drücken wir jetzt hier doppelt. Sage ich hier, zack, tschüss. Kann jetzt hier noch reingucken. Der braucht jetzt 3 Minuten noch bis zu den 80%. Also dann haben wir 40 Minuten, 43 Minuten auf die 80% gebraucht. Er hat 42 gesagt am Anfang, sprich passt perfekt, geht sich perfekt aus. Ja. So, dann 74% jetzt. Dann ziehen wir jetzt mal in Ruhe raus. Dafür müssen wir einmal das Fahrzeug wieder. Das haben wir am Anfang in den Videos ein bisschen falsch gehandhabt. Das wussten wir noch nicht, das haben wir rausgefunden. Dass man eigentlich im Untermenü kann man den entriegeln fürs Laden. Wenn man den aber auch einfach aufschließt, funktioniert. Mein Fehler, man muss hier auf Stopp drücken, wird die Ladung beendet. Hat jetzt hier dann nochmal seine finalen Angaben. 74%, 50 Kilowattstunden wurden reingeladen in jetzt 41 Minuten. Und jetzt sieht man auch, der Punkt hier, der leuchtende Punkt, pulsiert jetzt nicht mehr, sondern er leuchtet jetzt durchgehend weiß. Jetzt können wir es rausziehen, rausgezogen. Packen es jetzt wieder in die Ladesäule. So, und um jetzt noch ein bisschen heute was zu erleben, haben wir uns überlegt, beziehungsweise hat Felix schon mal wegen der Route geguckt. Wir fahren jetzt hier mal in die tiefere Toskana rein, wo es noch mal ein bisschen durch die Berge geht und kommen dann zu unserem nächsten Tourstopp in Florenz. Und da wollen wir uns heute Abend auch noch ein bisschen was anschauen. Also, jetzt geht's wieder in die Fahraufnahmen. Bis später. Mehr hier, ne, für mehr Menschen haben. Oh, Luca, der Lensflare. Leute, also sonst sind wir ja immer in Elbflorenz, heute sind wir mal im Echten. Oh ja, stimmt. Ha, gar nicht dran gedacht. Aber das Elbflorenz ist größer, wie ich rausgefunden habe. Florenz hat nur 382.000 Einwohner, wo Dresden mit knapp 600.000 glänzen kann. Mensch. Was natürlich nochmal eine andere Nummer ist. Das wird zwar noch richtig informativ. So, I4 ist auch in Florenz angekommen. Hat auch die wilde Tour durch die Stadt geschafft. Wir haben uns jetzt praktischerweise kurz auf die Busspur gestellt, um mal zu gucken. Und jetzt wurden wir von einem Taxi zugeparkt. Ja, Taxi, aber das wird schon. So, Felix, das mit dem Einparken in Italien erweist sich noch so ein bisschen schwierig, oder? Ja, aber der Koffer steht drin. Ja, und es steht an einem sehr schönen Ort, wo wir tatsächlich alle den Namen vergessen haben. Felix, klär uns mal auf. Piazza del Michelangelo. Hallo. Na, meine Gutsen. Also tschüss eigentlich. Also tschüss, das reicht uns eigentlich auch. Aber heute auch wieder interessante Erfahrungen mit dem i4 gemacht. Also man kann auf jeden Fall sagen, Elektroauto geht klar. Der Puffer im Auto ist echt gigantisch. Also ja. Der E46 hat jetzt noch 80 Kilometer. Den haben wir ein bisschen missachtet, aber... Aber der i4 kommt gut hin. Melden wir uns morgen früh aus Florenz wieder, würde ich sagen. Genau. In diesem Sinne. Macht's gut. Auf Wiedersehen.